Redner ist Dr. Gregor Gysi. Frau Präsidentin, auch von uns alle guten Wünsche für Sie. Meine Damen und Herren, wir haben es mit einem Skandal zu tun, der in seinem Ausmaß in dieser Art bisher noch nicht vorgekommen ist und der die Bevölkerung dazu bringt, sich eine Vielzahl von Fragen zu stellen. Und die erste Pflicht der Regierung wäre gewesen, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Sie haben aber in Wirklichkeit das Gegenteil betrieben. Was haben eigentlich nun die amerikanischen und britischen Geheimdienste gemacht? Sie nutzen die Internettechnologien, um jedes Land in der Welt auszuspähen. Egal ob Freunde oder Feinde. Das spielt für sie gar keine Rolle. Und es sind 5 Länder, die das machen, die berühmten Five Eyes, die 5 Augen. Das sind die USA, Großbritannien, Australien, Kanada und Neuseeland. Nur untereinander spionieren sie nicht, aber den ganzen Rest der Welt. Untereinander stimmt allerdings auch nicht ganz. Ich werde Ihnen von einem Trick berichten. NSE ist nämlich verboten, in bestimmten Fällen US-Bürgerinnen und US-Bürger abzuhören. Und das macht dann für Sie der britische Dienst und schickt Ihnen die Daten. So wird da getrickst. Das ist die Realität, um die es geht. Und dann sage ich Ihnen, das Ganze steht unter dem Stichwort Bekämpfung von Terrorismus, Drogenkriminalität. Eine flächendeckende, umfassende Überwachung der Bevölkerungen fast aller Staaten hat was mit der Bekämpfung von Terrorismus und Drogenkriminalität zu tun. In welchem Verdacht steht eigentlich unsere Kanzlerin, wenn auch deren Handy abgehört wird? Ich glaube, hier wird es doch grotesk bei der Begründung. Und ich muss ganz klar sagen, von der Existenz und dem Umfang dieses Überwachungssystems wissen wir nur durch Edward Snowden. Das ist sein großes Verdienst. Er ist kein Krimineller, sondern will die Weltbevölkerung vor Kriminalität schützen. Und was wird er erreichen? Oder was hat er schon erreicht? Er hat eine andere Sensibilität erreicht. Und ich hoffe, dass sich vieles ändern wird. Und deshalb schulden wir Edward Snowden Dank. Es gibt einen sehr schönen Satz von Christa Wolf in Cassandra, in ihrem Roman. Da heißt es, es ist das alte Lied, dass wir lieber den bestrafen, der die Tat benennt, als den, der sie begeht. Und genau das muss sich ändern. Und genau das muss sich ändern. Und ich sage Ihnen auch, aufgrund der Veränderungen, die wir erlebt haben, schlage ich vor, Edward Snowden den Friedensnobelpreis zu verleihen. Er hat ihn verdient. Ja, ich sage Ihnen, er hat ihn verdient. Was wissen wir? Naja, ob die sich nach meinem Vorschlag richten, ist eine andere Frage. Aber vorschlagen darf ich doch noch oder darf ich das auch nicht mehr? Also, was wissen wir? Es haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der US- und der britischen Botschaft direkt hier im Regierungsviertel abgehört. Warum haben Sie nicht den Mut, die Bundesregierung, der Außenminister, diese Personen, jeden Einzelnen zur Persona non grata zu erklären? Das sieht das Völkerrecht in einem solchen Falle vor. Dann müssen Sie innerhalb einer bestimmten Frist Deutschlands verlassen. Und die US-Regierung und die britische Regierung weiß, wir dulden eine solche Vorgehensweise nicht. Das wäre doch wohl das Mindeste. Wir haben es also mit einem massenhaften Abhören der Bürgerinnen und Bürger bis zum Handy der Kanzlerin zu tun, aber auch der Unternehmen. Wir wissen, dass die britischen und amerikanischen Militärstützpunkte als Horchposten genutzt werden. Und wir wissen, dass es Industrie- und Wirtschaftsspionage mit Milliardenschäden für Unternehmen in unserem Land gibt. Nicht mal da werden Sie wach. Nicht mal da unternehmen Sie wirklich etwas, um das auszuschließen. Die Briten und Amerikaner zapfen Internetkabel an Knotenpunkten an zum Absaugen millionenfacher Daten. Und es ist schon gesagt worden, Google, Amazon, Facebook, Twitter, Microsoft geben Daten an die Geheimdienste auf Anfrage. Und nun haben wir noch gehört, dass ihre Kombinationskonzerne auch noch die Server angezapft worden seien, ohne dass die Konzerne es wussten. Es wird immer abstruser. Und ich sage noch einmal, all das verdanken wir an Snowden. Er hat noch nie gelogen. Immer, was er gesagt hat, hat sich als wahr herausgestellt. Es gab immer eine Zusammenarbeit des BND mit britischen und amerikanischen Diensten. Der Datenaustausch war immer recht einseitig, mehr aus Deutschland dorthin als umgekehrt. Aber das war vor den Terroranschlägen vom 11. September so und danach. Es hat sich im Kern gar nicht geändert. Aber und der BND hat den britischen Geheimdienst mit modernster Spionagetechnologie beliefert.
Und dann gab es ja schon mal einen Fall von Wirtschaftsspionage, das Programm Echelon. Und da gab es einen Untersuchungsausschuss der Europäischen Union. Und die haben dann festgestellt, dass es keinen Zweifel mehr an der Existenz eines globalen Kommunikationsabhörsystems geben kann, das von den USA, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Kanada betrieben wird. Also wieder die Five Eyes. Und es kann keinen Zweifel geben, das haben die 2001 festgestellt. Jetzt haben wir 2013 und es ist nichts geschehen. Und ich sage Ihnen auch, Herr Bundesminister Friedrich, ich muss es Ihnen sagen, Sie waren ja in den USA. Dann kamen Sie wieder und sagen, Sie sind jetzt vollständig aufgeklärt, das ist alles in Ordnung. Ich muss Ihnen sagen, Sie haben sich einlullen lassen. Sie haben sich einlullen lassen. Oder haben die Ihnen erzählt, dass Sie gerade noch dabei sind, die Kanzlerin abzuhören? Und ich meine, und der Kanzleramtschef Poballa stellt sich dann hin und sagt, das Thema ist erledigt, ist alles erledigt. Wann haben Sie sich denn jetzt mal bei der Bevölkerung entschuldigt und gesagt, wir sind getäuscht worden, wir haben uns geirrt? Sie müssten sich doch wenigstens mal dafür entschuldigen, meine ich. Und ich will auch noch was sagen, was mir wichtig ist. Ich verstehe, dass die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland 1949 und danach ausspioniert haben. Es gab ein tiefes Misstrauen gegen unser Land. Aber wir haben nicht mehr 1949, wir haben 2013. Inzwischen führen sie, wenn auch gegen unseren Willen, gemeinsam Kriege wie in Afghanistan. Und dann derartig ausspioniert zu werden, ist unverschämt und nicht hinnehmbar. Und dagegen muss man etwas tun und dagegen muss man sich wehren. Also ich habe schon gesagt, jetzt geht es um Aufklärung. Dazu brauchen wir Edward Snowden. Die Befragung in Russland, ich bitte Sie, das ist doch indiskutabel. Stellen Sie sich mal vor, wir befragen Snowden in Russland. Im Moment, ein Staatsanwalt oder Mitglied des Untersuchungsausschusses befragen Snowden in Russland. Dann macht er sich strafbar, indem er antwortet. Und dann sagen wir zu Putin, kümmere dich um seine Sicherheit. Na, sagen Sie mal, das ist doch wohl grotesk, kann ich nur sagen. Ich weiß gar nicht, seit wann Ihr Sicherheitsverhältnis so eng ist zu Putin. Die Bevölkerung hat einen Anspruch darauf und Sie haben recht. Herr Bundesminister, Sie sagen, wenn abgehört wurden Bürgerinnen und Bürger und die Kanzlerin, sind das Straftaten und das muss ermittelt werden. Wie wollen Sie das ermitteln ohne Snowden? Das geht ja überhaupt nur, wenn Sie den Zeugen Snowden hören. Und deshalb müssen wir ihm dann auch die Sicherheit gewähren. Ich sage das ganz klar. Deutschland ist erst dann souverän, wenn es Herrn Snowden anhört, schützt, ihm Asyl gewährt und seinen sicheren Aufenthalt organisiert. Dann ist Deutschland souverän. Vorher nicht. Und wenn Sie rufen, wie, dann sage ich Ihnen, wenn unsere Dienste nicht mal das können, dann sollen sie dicht machen. Das ist ja wohl das Mindeste, was wir gewährleisten können müssen. Aber jetzt komme ich zu der Frage, die ja auch interessant ist, wie das überhaupt alles rechtlich so läuft. Also jetzt habe ich mich schon ein bisschen damit beschäftigt. Wir hatten ja Pariser Verträge, die sind 1955 in Kraft getreten. Das hat der Adenauer gemacht, um seiner Bevölkerung zu sagen, das Besatzungsstatut ist aufgehoben worden. Das Problem war bloß, dass die Amis sagten, sie wollen aber gerne gleiche Rechte behalten. Und deshalb sind Geheimverträge abgeschlossen worden. Und ich hatte naiv erwartet, dass bei 2+4 die aufgehoben wurden. Die wurden aber nicht aufgehoben, weil nämlich nur alle Abkommen mit 4 Mächten aufgehoben wurden. Aber nicht mit 3 Mächten, nicht mit 2 Mächten, nicht mit einer Macht. Da waren zwar alles, was mit den Russen vereinbart war, raus, aber der Rest blieb. Und das geht nicht. Jetzt haben Sie erklärt, ja, im Sommer sind die für unwirksam erklärt worden. Wie eigentlich? Ich möchte gerne mal die Noten sehen. Was stand da eigentlich drin? Dann gab es neue Verwaltungsvereinbarungen. Also, ich komme noch mal drauf, das ist alles ein Wirrwarr, der gar nicht mehr zu erklären ist. Und ich finde, es muss, und dann vergessen Sie mal das Aufenthaltsabkommen und das NATO-Truppenstatut nicht. Da haben die auch Rechte, die fast an Besatzungszeit erinnern. Also, auch hier muss sich einiges ändern, kann ich nur sagen. Und deshalb sage ich, ich möchte jetzt eigentlich mal wissen, welche Verträge sind nun aufgehoben und welche gelten noch? Und was steht da drin? Und ich finde, die Bürgerinnen und Bürger haben einen Anspruch darauf. Und ich möchte auch, dass eine andere Frage beantwortet wird. In Wiesbaden wird ja nun ein gigantisches Geheimdienstzentrum der NSA aufgebaut. Wer hat das eigentlich erlaubt? Von wem geht das eigentlich aus? Was sollen die dann da eigentlich betreiben? Auch hier hat doch die Bevölkerung einen Anspruch auf Informationen. Möglicherweise muss man den USA diesen Bau eben versagen. Ich kann nur sagen, es gibt noch etwas, was mich interessiert. Und Herr Bundesinnenminister, ich nenne Ihnen 4 Varianten, advokatisch, 4 Varianten. Also, was haben eigentlich unsere Dienste in Bezug auf diese Rechtsverletzung durch britische und amerikanische Dienste getrieben? Die erste Möglichkeit ist, Sie haben sie dabei unterstützt. Dann haben sie gegen das Grundgesetz verstoßen, sich an Straftaten beteiligt. Das müsste sehr ernsthafte Konsequenzen nachziehen.
Die zweite Möglichkeit ist, Sie haben es nur gewusst, aber nicht unterstützt. Dann müssen Sie aber die Bundesregierung informiert haben. Wenn die Bundesregierung informiert war, aber nichts erklärt hat, dann haben Sie das Grundgesetz verletzt, dann haben Sie Ihren Amtseid verletzt und dann haben Sie großen Schaden angerichtet. Wenn die Dienste es gewusst haben und die Bundesregierung nicht informiert haben, dritte Variante, na dann haben die wieder eine so schwerwiegende Pflichtverletzung begangen, dass wir schon wieder über ihre Zukunft diskutieren müssen. Und dann gibt es noch eine vierte Möglichkeit, Sie haben es gar nicht gewusst. Aber dann sind Sie sowas von unfähig, dass man sie auflösen kann. Darauf darf ich doch mal hin. Und ich habe auch eine Frage. Gibt es denn Spionageabwehr nur gegen den Osten, nicht gegen den Westen? Dürfen wir Milliardenschäden zum Beispiel in der Wirtschaft zulassen, bloß weil wir uns nicht trauen, bei den USA eine Spionageabwehr zu organisieren? Auch das geht nicht. Also, es gibt immer zwei Einwände, die haben Sie auch benutzt. Der eine Einwand ist die Wertegemeinschaft und das andere ist die Freundschaft mit den USA. Es gibt gemeinsame Werte zwischen den USA und Deutschland. Aber es gibt auch Kriege wie in Vietnam oder Afghanistan oder Irak. Es gibt den Militärputsch in Chile mit der Ermordung von Allende. Es gibt das Gefangenenlager Guantanamo, wo täglich Menschenrechte verletzt werden. Es gibt den Krieg mit Drohnen. Eine Wertegemeinschaft nutzt nichts, wenn man bei der Verletzung von Werten nicht deutliche Kritik übt. Und genau das machen Sie nicht. Ich bin kein Anti-Amerikanist, überhaupt nicht. Ich bin gerne in den USA, ich spreche dort gerne mit den Leuten. Aber eins sage ich Ihnen auch, Freundschaft, wie Sie sich vorstellen, gibt es nicht. Mit Duckmäusertum und Hasenfüßigkeit erreicht man keine Freundschaft, sondern das Gegenteil. Nur wenn wir eine gegenseitige Achtung, einen gegenseitigen Respekt herstellen, dann kann es eine wirkliche Freundschaft geben. Und dazu brauchen Sie den Mumm als Bundesregierung. Sie müssen der US-Regierung sagen, Schluss, aus, wir hören Snowden und wir schützen ihn. Und dann erst sind wir wirklich souverän. Und dann verhandelt mit uns bitte auf gleicher Augenhöhe. Und dann kriegen wir auch eine Freundschaft mit den USA hin. Was Sie machen, ist Duckmäusertum. Das kenne ich seit Jahrzehnten. Ich bin es sowas von leid. Haben Sie endlich mal, ja, haben Sie endlich mal den Mumm. Ja, und genauso sind Sie hier auch. Ist doch nicht zu fassen, ist doch das. Haben Sie endlich mal den Mumm. Und deshalb sage ich Ihnen zum Schluss, wenn Sie nichts machen, was Sie gesagt haben, Herr Friedrich, ist ja, Sie verhandeln mit denen und die können. Wissen Sie, was Sie da eigentlich sagen? Sie sagen diesen fünf Ländern, macht ruhig weiter so. Von uns habt ihr nicht den geringsten Nachteil zu erwarten. Ich wiederhole, das verletzt schwer den Eid, den Sie geleistet haben, Schaden auch von unserer Bevölkerung abzuwenden. Und ich möchte, dass Sie jetzt den Mumm haben, die Beziehung auf eine andere Grundlage zu stellen, auf die Grundlage der Gleichberechtigung. Das ist nicht zu viel und das ist nicht zu wenig verlangt. Und das muss die Weltmacht mit ihren Weltmachterlüren endlich begreifen, dass wir ein gleichberechtigter Partner sind und nicht jemand, mit dem man machen kann, was man will. Und dazu brauchen Sie eine grundsätzlich andere Haltung, Frau Bundeskanzlerin und Herr Friedrich. Als nächster Redner hat der Kollege Christian.